Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal soll es um ein bisschen Informationstheorie gehen. Also konkret, wie berechnet man Quellenentropie, Redundanz, relative Redundanz des Codes und den Informationsgehalt. Und wir schauen uns das Ganze für einen Code mit 4 Symbolen an, die eine Wahrscheinlichkeit einmal von 0,7, 0,2 und die restlichen beiden Symbole jeweils 0,05 haben. Und dazu schauen wir uns zwei verschiedene Codierungen an, damit man im Wesentlichen mal einen Unterschied sieht. Zunächst einfach eine Codierung mit jeweils 2 Symbolen. Also A1 bekommt 00, A2 01, A3 10 und A4 11. Und später rechnen wir das gleiche nochmal mit der Codierung 1, 01, 001 und 000 durch. Genau, fangen wir also erstmal an, indem wir die Entropie berechnen wollen. Das ist einfach die Summe aller Anzahl über die Anzahl aller Codewörter. Das sind hier entsprechend einfach 4. Also Summe von k gleich 1 bis 4 von der Wahrscheinlichkeit von meinem AK mal den Informationsgehalt von meinem Codesymbol. Den Informationsgehalt müsste ich jetzt halt entsprechend noch berechnen mit IK ist gleich Logarithmus. Hier ist das Ganze binär kodiert, deshalb Logarithmus zur Basis 2 von 1 durch Wahrscheinlichkeit des Codeworts. Genau, das heißt, wenn ich es nicht ausrechnen müsste, könnte ich das hier an dieser Stelle auch einfach einsetzen dafür. Ich rechne jetzt erstmal allerdings die einzelnen Werte aus. 1, 2, 3, 4. Das ist jeweils Logarithmus zur Basis 2. Und da setze ich jetzt hier die einzelnen Wahrscheinlichkeiten aus der Tabelle ein. 1 durch 0,7. Logarithmus zur Basis 2 von 1 durch 0,2. Logarithmus zur Basis 2 von 1 durch 0,05 und das brauche ich nicht zweimal ausrechnen, weil die Wahrscheinlichkeiten gleich sind. Also weiß ich, dass ich das nur einmal ausrechnen muss. Genau, dann kann ich das entsprechend mit dem Taschenrechner einmal ausrechnen. Erhalte hier 0,51. Hier erhalte ich, wenn ich Logarithmus zur Basis 2 von 1 durch 0,2 berechne, 2,32 und hier unten entsprechend Logarithmus zur Basis von 1 durch 0,05 und das sind 4,32. Das heißt, das kann ich jetzt hier einsetzen. Ich kann auch die Summe in etwas schöner aufschreiben. Habe also für P, A, K diese Werte, die ich einsetze, rechne dann 0,7 mal 0,51 plus 0,2 mal 2,32 plus 0,05 mal 4,32 plus entsprechend nochmal 0,05 mal 4,32 und da erhalte ich einfach 1,256 und die Einheit ist einfach Bit pro Symbol und dann habe ich meine Entropie auch schon berechnet. Manchmal ist noch nach der mittleren Codelänge gefragt. Die brauchen wir aber gleich sowieso für die Redundanz des Codes. Deshalb rechnen wir die einmal aus. Das können wir über die Summe aller Codewörter, sodass wir die Länge des Kartencodeworts nehmen, mal der Wahrscheinlichkeit. Gut, in unserem Fall sehen wir jetzt, dass hier alle Codewörter die Länge 2 haben. Dementsprechend kommt hier 2 raus.
Wenn wir das Ganze für die zweite Kodierung machen, haben wir einmal Länge 4 mal Länge 1 natürlich mal 0,7 plus Länge 2 mal 0,2 mal 0,2 plus 3 mal 0,05 plus 3 mal 0,05. Dann können wir das hier zusammenrechnen, haben also 0,7 plus 2 mal 0,2 plus 3 mal 0,05 plus 3 mal 0,05 und das sind dann einfach 1,4 Bit pro Symbole. Können wir die Einheit noch hinterschreiben. Hier entsprechend auch. Und dann haben wir die mittlere Codelänge schon bestimmt. Jetzt können wir endlich zur Redundanz des Codes kommen. Das ist einfach die mittlere Codewortlänge minus die Entropie. Das haben wir hier schon mal berechnet. 2 minus 1,256. Und das sind dann einfach 0,744. Und auch hier ist dann die Einheit wieder Bit pro Symbol. Für entsprechend unsere andere Codierung ist es dann halt so, dass wir das andere M-Strich berechnen, was eben den Wert 1,4 hat, und 1,256 abziehen, und da kommt dann entsprechend einfach 0,144 Bit pro Symbol raus. So, jetzt wollten wir noch die relative Redundanz bestimmen. Die markieren wir mit einem kleinen r. Das lässt sich wie folgt berechnen, dass wir die Redundanz des Codes nehmen und durch die Länge des mittleren Codeworts teilen. Also in diesem Fall einmal 0,744 durch entsprechend 2. Und dann erhalten wir den Wert 0,372. Und da wir hier entsprechend Bit pro Symbol durch Bit pro Symbol teilen, hat das Ganze dann auch keine Einheit mehr. Genau, entsprechend die relative Redundanz. Für die andere Codierung ist dann 0,144 durch 1,4. Und das ist dann 0,103, ebenfalls ohne Einheit. Genau. Jetzt haben wir für das Blaue den Informationsgehalt nicht bestimmt, was daran liegt, dass hier keine Eigenschaft im Informationsgehalt in der Formel der Codierung steckt. Ebenfalls brauchen wir die Entropie H nicht neu berechnen, weil das ebenfalls einfach nur eine Eigenschaft der Quelle ist, weil es halt nur von den Wahrscheinlichkeiten abhängt. Und dementsprechend brauchen wir das hier auch nicht machen. Was wir jetzt nochmal gemacht haben könnten, ist, dass wir die Redundanz der Quelle berechnen. Und das machen wir wie folgt, dass wir einfach H0 minus die Entropie berechnen, wobei H0 einfach der Logarithmus zur Basis 2 ist von der Anzahl meiner Codewörter. In diesem Fall hatten wir 4 Codewörter, das heißt, wir nehmen hier den Logarithmus zur Basis 2 von 4, ziehen davon die Entropie 1,256 ab. Haben also 2 minus 1,256 und das sind dann 0,744 und ebenfalls Bit pro Symbol. Genau, das ist so das Übliche, was man so berechnen muss.
wichtig darauf zu achten, wann man Einheiten hat. Das ist eigentlich überall der Fall, dass wir auch eigentlich immer die Einheit Bit pro Symbol haben, außer entsprechend bei der relativen Redundanz, weil wir die entsprechend rausteilen. Ansonsten, wenn man das Ganze für verschiedene Codierungen berechnen muss, kann man sich das bei der Redundanz der Quelle, dem Informationsgehalt und der Entropie beziehungsweise der mittleren Wortlänge halt sparen. Quatsch, mittlere Wortlänge hängt natürlich davon ab. Also der Entropie, dem Informationsgehalt und dem Redundanz der Quelle kann man sich das doppelte Berechnen ersparen. Ansonsten hängt das leider immer irgendwo von der Codierung ab und da muss man das einfach zweimal durchrechnen.